Dann kämen wir, wenn es von Ihrer Seite nichts mehr gibt, zum Tagesordnungspunkt 84, Antrag Aktuelle Stunde Fraktion Die Linke, gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 61. Und es beginnt für Die Linke Jan Schalauske. Jan, bitte, hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 22. Januar 2021 war und ist ein historisches Datum. Am 21. Januar ist der UN-Vertrag zum Verbot der Atomwaffen in Kraft getreten. Das Abkommen war im Juli 2017 von 122 Staaten der Vereinten Nationen beschlossen worden. Es verbietet unter anderem umfassend den Test, die Entwicklung, die Produktion, den Besitz, die Stationierung, die Weitergabe sowie den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen. Für einen solchen Schritt haben viele Menschen auf dem gesamten Planeten jahrzehntelang gekämpft. Für ihren Einsatz für das Verbot von Atomwaffen hat die Organisation ICAN 2017 den Friedensnobelpreis bekommen. Welch eine würdige Preisträgerin. Mittlerweile haben 51 Staaten den Vertrag ratifiziert. Und, meine Damen und Herren, dieser Vertrag ist nicht weniger als ein großer Hoffnungsschimmer für die Menschheit. Und es ist an der Zeit, dass viel mehr Staaten, darunter auch die Atommächte und eben auch die Bundesrepublik Deutschland, diesen Vertrag endlich unterzeichnen. Die Zeiger der Weltuntergangsuhr, einer symbolischen Uhr von US-amerikanischen Atomwissenschaftlern, die verwendet wird, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie groß die Gefahr eines Atomkrieges ist, die steht mittlerweile auf 100 Sekunden vor 12, weniger als 2 Minuten. Nie war die Gefahr einer nuklearen Katastrophe so groß wie heute. Die Wissenschaftler rufen die USA, Russland und andere Nuklearmächte dazu auf, endlich aufzuhören, in Konfrontation zu gehen. Und es ist an der Zeit gekommen, alle Atomwaffen zu zerstören, anstatt neue zu bauen, so wie es z. B. Großbritannien erst vor wenigen Tagen verkündet haben. Wir können doch alle nur feststellen, wie recht haben diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es gibt nach wie vor über 13.000 nukleare Waffen auf der Welt, und die Atomstaaten modernisieren ihre nuklearen Streitkräfte weiter. Die Stagnation der nuklearen Abrüstung verschärfe die globalen Spannungen. Deswegen ist und bleibt der Fortbestand von Atomwaffen eine der größten Gefahren für die Sicherheit der gesamten Menschheit. Es ist an der Zeit, dass wir die Menschheit von dieser Geißel befreien. Dafür brauchen wir eine Politik, die sich für atomare Abrüstung einsetzt. Dazu gehört an allererster Stelle die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags. Dazu gehört auch, dass die Bundesrepublik Deutschland aus der NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe aussteigt, deutsche Soldaten sich nicht am Einsatz von Atomwaffen und auch nicht an der Übung daran beteiligen und dass endlich die US-Atomwaffen aus Büchel in der Eifel abgezogen werden. Es gab ja entsprechende Vorstöße auch des SPD-Fraktionschefs im Deutschen Bundestag vor wenigen Monaten, die ich doch sehr begrüße. Wir hätten bei einem solchen Schritt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land an unserer Seite. Die große Mehrheit der Menschen in unserem Land ist für ein Verbot und für die Verschrottung von Atomwaffen. Jetzt werden einige wieder sagen, na ja, das Thema das gehöre ja nicht unbedingt in den Hessischen Landtag. Ich von wegen. Die Gefahr eines Einsatzes von Atomwaffen, diese Gefahr macht keinen Halt von der Landesgrenze in Hessen. Und sowohl die Menschen in Hessen wie auch überall auf der Welt haben das Recht auf ein Leben frei von der Bedrohung durch Atomwaffen. Andere Bundesländer haben das erkannt. Der UN-Atomwaffenverbotsvertrag wird bereits durch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Bremen, Berlin und Hamburg unterstützt, im Übrigen in unterschiedlichen Parteienkonstellationen. Ich finde es bedauerlich, dass sich der Hessische Landtag bisher der Ächtung von Atomwaffen nicht angeschlossen hat. Dabei
haben sich 44 Abgeordnete des Landtags aus den Fraktionen SPD, Grüne und Linke sowie mehr als 20 Städte, Kreise, Gemeinden in Hessen entsprechend positioniert. Die Abgeordneten, die das unterzeichnet haben, haben gelobt, auf die Unterzeichnung und Ratifizierung dieses Vertrages durch Deutschland hinzuwirken, weil sie die Abschaffung von Atomwaffen als ein hohes globales öffentliches Gut begreifen. Und wenn Sie sich den Text unseres Antrags Hessen für eine atomwaffenfreie Welt heute anschauen, dann werden Sie sehen, dass dieser Text nichts weiteres ist als diese Erklärung, als die Beschlüsse anderer Landtage auch. Und deswegen möchte ich Sie parteiübergreifend dazu aufrufen, stimmen Sie unserem Antrag zu und unterstützen Sie die Perspektive Hessen für eine atomwaffenfreie Welt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat jetzt der Abg. Joachim Feilmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Dieses Thema in 5 Minuten zielführend diskutieren zu können, ist schlichtweg unmöglich. Wenn Sie aber keine für Hessen derzeit wichtigeren Themen für eine kurze Aktuelle Stunde mehr haben, so sprechen wir heute halt über Atomwaffen. Alle Überlegungen rund um die Produktion, die Stationierung oder sogar den Einsatz von Atomwaffen müssen uns selbstverständlich sehr nachdenklich stimmen. Niemand von uns will, dass derart furchtbare Waffen zum Einsatz kommen, haben wir doch dort, wo sie bereits eingesetzt wurden, gesehen, welche schreckliche Zerstörung sie anrichten können. Meine Damen und Herren, seit dem Zweiten Weltkrieg fand ein unzähliges Wettrüsten statt mit dem Ziel, den jeweiligen Gegner mit der Wucht von Atomwaffen einzuschüchtern oder in Schach zu halten. Doch schon bald waren nicht nur die großen Blöcke daran beteiligt, sondern auch eine ganze Anzahl von Einzelstaaten, Indien, Pakistan, Iran, Nordkorea beispielsweise. Die Satellitenstaaten der ehemaligen UdSSR wurden ausgeschaltet, und im Westen haben die USA, Großbritannien und Frankreich ihr Drohpotenzial aufgebaut. Zwischenzeitlich ist es nur sehr schwer vorstellbar, dass einer allein aus dem Besitz von Atomwaffen aussteigt und sich danach noch ebenso sicher fühlen kann wie zuvor. Alle Abrüstungsbemühungen und deren Umsetzung werden konterkariert durch z.B. Meldungen wie in der letzten Woche, dass der chinesische Nationalkongress die höchsten Militärausgaben aller Zeiten beschlossen hat, mit einer Steigerung um 7%. Und da geht es natürlich auch um das Atomwaffenarsenal. Doch müssen wir gar nicht so weit schauen. Auch Russland hat wohl entgegen aller Beteuerungen Atomwaffen stationiert, obwohl dies nicht den geltenden Vereinbarungen entspricht. In diesem ganzen Spiel der Aufrüstungsspirale war Deutschland stets ein wichtiger Standortfaktor, und so hat die Regierung unter Helmut Schmidt die Nachrüstung durchgesetzt, und Helmut Kohl hat sie umgesetzt. Es war damals sicher davon auszugehen, dass nur so der Gefahr einer Expansion von Osten her begegnet werden kann. Wenn wir uns heute umsehen, dann erkennen wir, dass die Szenarien sich kaum verändert, ja eigentlich sogar verschärft haben, nicht unter Anwendung von Atomwaffen, aber trotzdem unter dem Schirm der Drohung, damit annektiert Russland die Krim und greift die Ukraine an. Hier findet die erste gewaltsame Grenzverschiebung nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Die baltischen Staaten fühlen sich bedroht. Und wer macht uns eigentlich so sicher, dass das angespannte Verhältnis zu Russland nicht doch noch eskaliert, wenn wir nicht mehr unter anderem unter dem atomaren Schutzschirm der Westmächte stehen? Russland investiert übrigens seit langem wieder, so Militärexperten, in präzise, nuklearfähige Mittelstreckenwaffen. Meine Damen und Herren, ich hätte lieber heute als morgen eine Welt ohne Atomwaffen, die aufgrund ihrer Menge unseren Planeten sicherlich restlos zerstören können. Einem Despoten aber, wie z.B. dem nordkoreanischen Führer Kim, traue ich es durchaus zu, dass ihm dies egal wäre, wenn er nur kurzfristig die Chance sähe, mehr Macht zu bekommen. Ich denke, wir können klar erkennen, dass die atomare Abrüstung nur im Gleichschritt aller Atommächte funktionieren kann. Eine einseitige Abrüstung ist ein zu hohes Risiko, denn einem etwaigen Versprechen Russlands, der Einsicht Nordkoreas oder Beteuerungen aus dem Iran usw. traue ich genauso wenig wie einer Befriedung zwischen Indien und Pakistan. Auch Chinas militärische Drohgebärden
sind nicht unbedingt sehr vertrauenserweckend. Leider hat uns die neuere Geschichte immer wieder gelehrt, dass derartige Versprechen nichts weiter sind als Schall und Rauch. Ich bin überzeugt, dass es der richtige Weg ist, auf vertraglicher Basis zu versuchen, alle einzubinden und diese Waffenarsenale in die Annalen der Geschichte zu verbannen. Dies muss jedoch sehr behutsam erfolgen, und keinem der bekannten Aggressoren darf die Chance geboten werden, das Blatt doch noch mit Hilfe von Atomwaffen zu seinen Gunsten zu wenden. Ich begrüße daher auch die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten Biden, hinsichtlich der atomaren Abrüstung wieder ins Gespräch zu kommen. Ich bin aber auch sicher, dass wir nur mit einem starken Bündnis der NATO zum Ziel gelangen werden, denn wir zeigen damit jedem Aggressor, dass jegliche atomare Aggression auch sein Untergang sein würde. Europa allein wäre in keinster Weise fähig, sich zu verteidigen, geschweige denn für Sicherheit und Ordnung auf der Welt zu sorgen. Eine einseitige Vorgehensweise ohne den Einklang mit den NATO-Partnern wäre fatal und nicht mehr reparabel. Ich stimme jedoch mit vielen überein, wenn wir als Ziel eine deutliche Reduzierung von Atomwaffen bis hin zu deren Abschaffung anstreben. Dies würde unsere Welt noch lebenswerter machen. Frau Wissler, als neue Co-Vorsitzende der Linken auf Bundesebene, können Sie sich ja vielleicht einmal mit Wladimir Putin intensiv zu diesem Thema austauschen. Und Sie werden sehr schnell feststellen, dass die Bereitschaft, gänzlich auf Atomwaffen zu verzichten, sehr überschaubar ist. Abrüstung betrifft bei Putin immer nur den Teil der atomaren Bewaffnung, der, sofern er auch beim Gegner, also bei uns vorhanden ist, seinem Land in Gänze gefährlich werden könnte. Der Initiative der Fraktion Die Linke stehen wir ablehnend gegenüber, weil sie im großen Konzert von Bedrohung und Abschreckung von einer falschen Grundannahme ausgeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Feilmann. Das Wort hat der Abg. Andreas Lichert, AfD-Fraktion. Atomwaffen sind das Beste, was der Menschheit passieren konnte. Herr Präsident, verehrte Kollegen, das ist doch einmal ein netter Wachmacher für die erste Debatte des Tages. Ich hoffe, Sie haben die Anführungszeichen gehört, denn das war natürlich ein Zitat. Und der Bösewicht, der es wagt, sich derart dem politisch korrekten Zeitgeist entgegenzustellen, ist der israelische Militärhistoriker Martin van Krefeld. Wären Sie ein französischer, englischer, US-amerikanischer, russischer oder chinesischer Offizier, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Sie schon einmal mit einem der über 20 Bücher dieses Autors in Berührung gekommen wären, sehr hoch. Aber im deutschen Militär bzw. was davon noch übrig ist, setzt man ja offenkundig andere Schwerpunkte. Und mit Büchern, die solch martialische Titel tragen wie Kampfkraft, also mit denen, da möchte man doch lieber nichts zu tun haben. Wie kommt dieser interessante Mann zu dieser noch interessanteren Einschätzung? Ganz einfach. Vergleichen Sie die Opferzahlen der Kriege der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit denen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und Sie haben die Antwort. Dass die im Zeitverlauf dramatisch gestiegene Produktionskapazitäten der Volkswirtschaften und der technische Fortschritt nicht in einen noch tödlicheren Dritten Weltkrieg gemündet haben, das ist maßgeblich Atomwaffen zu verdanken. Atomwaffen haben Millionen Leben gerettet. Alles andere ist naiv und weltfremd, aber das scheint ja ohnehin das Leitmotiv der außenpolitischen Vorstellungen der Linken zu sein. Und, meine Damen und Herren, gerade Deutschlands Blick auf Atomwaffen muss besonders differenziert und von Realismus geprägt sein. Also genau das Gegenteil dieser Teletabisierung der Außen- und Sicherheitspolitik, die wir leider schon seit etlichen Jahren erleben müssen. Denn die Bundesrepublik Deutschland war die längste Zeit ihrer Geschichte Konsument und Nutznießer einer Sicherheitsarchitektur, deren tragende Säule der nukleare Schutzschirm der westlichen Siegermächte war. Das ist ein Faktum. Die konventionelle Übermacht der Kommunisten, die war so drückend, dass wir ohne nukleare Abschreckung noch viel, viel höhere Verteidigungsausgaben hätten leisten müssen. Wir hätten noch viel tiefer
in die Leben der jungen Männer unseres Volkes und ganz Westeuropas eingreifen müssen, um die kommunistische Aggression in Schach zu halten. Und daher sind Atomwaffen sogar mittelbar eine Quelle unseres relativen Wohlstandes. Wie gesagt, ohne sie hätten wir viel, viel mehr Geld ausgeben müssen, um zu verhindern, dass das Sowjetimperium bis zum Atlantik reicht. Ja, ich weiß, Ihnen hätte das gefallen, aber das ist leider muss ich Ihnen dann sagen, das ist wahrscheinlich der Fluch der späten Geburt, dass Sie das Arbeiter- und Bauernparadies verpasst haben. Mein Mitleid hält sich dennoch in Grenzen. Meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich. Von Nordkorea bis nach Wiesbaden. Jetzt, Kollege Fischer, hat weiter das Wort, bitte. Ja, Sozialismus ist immer toll, wenn man von außen drauf guckt. Das kennen wir. Aber fassen wir zusammen. Nicht die Atomwaffen an sich sind das Problem, sondern wer sie hat, wer über sie verfügt. Und das bedeutet wiederum, dass der zur Erfolglosigkeit verdammte Atomwaffenverbotsvertrag zwar ein gesinnungsethisches Hochamt ist, aber für die Sicherheit der Welt und Deutschlands ist der Atomwaffensperrvertrag viel, viel wichtiger. Denn da geht es darum, dass Atomwaffen sich nicht weiter auf der Welt verbreiten. Und das muss unser aller Ziel sein. Und wenn wir schon bei der Vision einer atomwaffenfreien Welt sind, dann müssen wir uns natürlich an eine besonders peinliche Farce erinnern, nämlich die Verleihung des Friedensnobelpreises an Barack Obama, der zu dem Zeitpunkt gerade einmal 9 Monate im Amt war. Das war das Mutterschiff der Teletubbisierung der Außen- und Sicherheitspolitik. Obama bekam den Nobelpreis nämlich nicht für seine Taten, nein, nur für seine Worte, für sein Marketing, für seine PR. Und genauso verhält es hier sich natürlich auch mit den Linken. Ausgerechnet die Partei, die am ungeniertesten mit dem gewalttätigen Linksextremismus flirtet, die der politische Arm des sogenannten Antifaschismus ist, der mit organisierter Gewalt, Einschüchterung, Sachbeschädigung und Körperverletzung Terror gegen politisch Andersdenkende ausübt. Ausgerechnet diese Partei verkauft sich hier als Friedensengel. Meine Damen und Herren, auch das ist eine peinliche Farce. Verschonen Sie uns damit. Vielen Dank, Kollege Lischert. Das Wort hat der Abg. Oliver Stirböck, Offenbach, Stadt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute vor 5 Jahren, genau heute vor 5 Jahren, ist Guido Westerwelle verstorben. Zu ihm als Politiker und Parteivorsitzenden hatte, glaube ich, jeder von uns eine Meinung. Als sympathischen Menschen haben ihn viele erst während seiner schweren Erkrankung wahrgenommen. Ich werde nie einen Tweet von Christina Schröder vergessen, als sie schrieb, mir war Guido Westerwelle schon immer sympathisch. Aber ob man ihn mochte oder ob man ihn nicht mochte, er hatte einen Kurs. Er hatte einen Kurs in der Bundespolitik, er hatte einen Kurs in der Europapolitik. Ich erinnere an sein Wort, Europa hat nicht nur einen Preis, Europa hat auch einen Wert. Und er hatte auch einen Kurs in der Weltpolitik. Und dazu gehörte, dass er das nukleare Tabu stärken wollte. Er ging sogar weiter, als ich gehen würde. Er wollte Global Zero. Und ich persönlich bin da eher beim französischen Philosophen André Glücksmann, der von der Philosophie der Abschreckung gesprochen hat und deren friedensstabilisierende Kraft auch in Zeiten großer Konflikte festgestellt hat. Die Linke versucht heute mit einer Aktuellen Stunde die Bühne, diesen Landtag zur Bühne für die Weltpolitik zu machen. An dem Antrag ist eigentlich nur aktuell, dass die Vorsitzende der linken Landtagsfraktion jetzt auch als Bundesvorsitzende Weltpolitik machen muss. Durch Herrn,
durch Herrn Schalauske sind Sie aber wahrscheinlich deutlich besser vorbereitet auf weltpolitische Fragen als Ihre Co-Vorsitzende der Frage der Bundeswehrkampfeinsätze, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, fast alle Fraktionen im Hessischen Landtag wollen nukleare Abrüstung, das ist ja auch aus den Worten von Herrn Verheimann schon deutlich geworden, wollen die Nichtverbreitung von Atomwaffen voranbringen. Die Frage ist doch nur, wie man letztendlich da hinkommt. Und die LINKE will jetzt, dass sich Hessen für die Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags von 2017 einsetzt. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, die NATO und die Atommächte haben sich daran nicht beteiligt, wie Sie wissen, Herr Schalauske. Die NATO und die Atommächte haben sich daran nicht beteiligt. Und das hat auch einen guten Grund. Eine atomwaffenfreie Welt, Herr Schalauske, oder eine Welt mit weniger Atomwaffen erreichen wir nicht gegen, sondern nur mit den atomwaffenbesitzenden Staaten. Anders kann dies nicht gestaltet werden. Der UN-Verbotsvertrag relativiert den Atomwaffensperrvertrag, und das ist ein strukturelles Problem. DIE LINKE ignoriert zwei Dinge. Die Bündniszugehörigkeit Deutschlands zur NATO ist sicherheitspolitisch von elementarer Bedeutung. Eine einseitige Abrüstung der demokratischen Staaten, wie es DIE LINKE immer wieder will, auch übrigens mit ihrem IMF-Antrag von 2019, eine einseitige Abrüstung der demokratischen Staaten in der NATO würde nicht dazu führen, dass die autokratischen Staaten dem folgen würden. Das ist doch das Problem. In Ihrem Antrag, der in der Tradition Ihres INF-Antrags von 2019 steht, in dem Sie sozusagen die einseitige Abrüstung voranbringen wollen, geht deshalb in die falsche Richtung. Schon die 1980er-Jahre haben doch gezeigt, Abrüstung entsteht nicht durch eine Schwäche des Westens. Schwäche hat noch nie andere stark gemacht. Abrüstung erreichen wir nur durch eine Stärke der demokratischen Staaten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, Sie betreiben mit Ihrem Antrag nichts anderes als das Geschäft Putins und des Irans, meine sehr geehrten Damen und Herren. So ist das. Guido Westerwelle, Herr Schalauske, wollte Global Zero. Ja, das ist richtig. Aber er war auch realistisch. Er wollte die Nichtverbreitung von Atomwaffen voranbringen mit den Bündnispartnern. Er wollte eine schrittweise Abrüstung, eine schrittweise nukleare Abrüstung auf Gegenseitigkeit. Ein Kotau vor Putin wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, Kollege Stirböck. Das Wort hat der Abg. Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Gernot. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal glaube ich, ich bin zu alt für so etwas. Ich höre Argumente, die ich vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren gehört habe, und Leute tun so, als hätte sich die Welt nicht geändert. Und ich finde, dass wir an der Stelle ein paar Sachen mal auf den Punkt bringen. Ich fand es ja schon damals faszinierend, wenn Menschen in Seminaren zusammensaßen und darüber nachgedacht haben, ob sie den atomaren Zweit-, Dritt- oder Viertschlag hinkriegen und keine Sekunde daran gedacht haben, dass das eine völlig sinnlose Debatte ist, weil nach dem Erstschlag ist diese Erde in einem Zustand, in dem Zivilisation nicht mehr möglich ist. Und ich finde, das ist ein Punkt jenseits aller Frage, ob man für oder gegen militärische Operationen ist. Massenvernichtungswaffen haben den netten Effekt, dass sie im Wesentlichen die Zivilbevölkerung, die Unschuldigen, treffen und nicht die, die in der Auseinandersetzung verwickelt sind. Und deswegen ist die SPD gegen Massenvernichtungswaffen. So. Und die Welt hat sich an ein paar Punkten durchaus verändert. Die Debatte geht ja nicht mehr darum, ob wir Abschreckung neu definieren. Die Debatte in bestimmten Bereichen der nuklearen Bewaffnung geht dahin,
ob wir taktische Waffen im Miniformat wieder neu entwickeln. Das ist das, was die Vereinigten Staaten machen, das ist, was andere Länder machen. Und das hat einen gigantischen Unterschied, weil da geht es nicht mehr darum, halten wir den einen, also selbst wenn man an Abschreckung glaubt, halten wir den einen oder anderen ab, sondern können wir in einer konkreten Situation mit einem begrenzten Einsatz sozusagen militärische Schläge ausführen. Das ist etwas völlig anderes. Und dann reden wir eben nicht, Deutschland ist nicht die Waffen, die in Deutschland stationiert sind, haben mit Strategie nichts zu tun. Das sind Waffen, die für den bewaffneten taktischen Einsatz gedacht sind. Das sind Waffen der Kriegsführung, nicht der Abschreckung. Und von allein das wäre ein Argument, sie aus Deutschland zu entfernen. So. In meinem Parteibuch, das ich vor 50 Jahren gekriegt habe, war das Godesberger Programm abgedruckt. Schon im Godesberger Programm stand der schöne Satz, wir fordern die Ächtung aller Massenvernichtungswaffen. Wir haben das weltweit für die biologischen und die chemischen Waffen geschafft. Und mit Verlaub, dass Herr Assad ein paar Probleme kriegt, hat auch ein bisschen damit zu tun. Weil sozusagen nicht nur die Art der Auseinandersetzung selber, sondern die Art der Auseinandersetzung ziemlich angreifbar ist. So, trotzdem hatten wir die ganze Zeit ein Problem, will ich ganz offen sagen. Und da bin ich durchaus ja mit der FDP nicht grundsätzlich langfristig im Streit. Ja, wir haben gesetzt auf die Nichtverbreitung von Atomwaffen und haben auch deswegen darauf gesetzt, weil das ein Vertrag ist, der von 191 der 193 Mitgliedstaaten der UNO unterschrieben worden ist. Nun stellen wir leider fest, dieser Prozess funktioniert nicht mehr. Er hat in einem bestimmten Bereich durchaus dazu geführt, dass es Abrüstung gab. Aber derzeit passiert etwas anderes, trotz dieses Vertrages. So. Und die politische Frage ist dann, erhöht man den Druck oder erhöht man den Druck nicht? Und wenn die Hälfte der Welt sich zur atomwaffenfreien Zone erklärt, was dieser Vertrag nämlich beinhaltet, die Hälfte der UNO-Mitglieder unterschrieben hat, Klammer auf, kein NATO, keine Atomwaffen, ich weiß, dann hat man einen Punkt, dass die Welt sich noch einmal neu verändert, weil ein Teil der Stationierungsorte plötzlich weggehen. Und dann gibt es zwei Argumente, damit umzugehen. Es gibt ein konservatives, das sagt, das geht gegen den NATO-Vertrag. Das ist mit Verlaub ziemlicher Blödsinn. Der NATO-Vertrag beinhaltet keine atomare Komponente, sondern nur die aktuelle NATO-Strategie. Und fünf der NATO-Mitglieder haben auch im Kriegsfalle die Stationierung von Atomwaffen auf ihrem Gebiet untersagt. Dazu gehören skandinavische Länder, dazu gehört Spanien, dazu gehört Portugal. Ich will das nur so deutlich sagen, weil an dieser Stelle, glaube ich, muss man eine Scheindiskussion nicht führen, sondern die entscheidende Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass wir langfristig den Druck erhöhen, statt aufzurüsten, wieder abzurüsten. Und dafür ist dieser Vertrag ein gutes Mittel. So. Und nun kommen wir zu dem Punkt, wie geht das? Und da gibt es zwei Schritte. Der erste Schritt, glaube ich, wird der sein, dass Deutschland, und das ist die Position der SPD insgesamt, als Beobachter bereits an den nächsten Vertragsverhandlungen dieses Vertrags teilnimmt, weil es braucht einen Brückenbauer zwischen denen, die sozusagen den einen Vertrag, also Nichtverbreitung, vorantreiben und den anderen. Aber der zweite Schritt, und darum streiten wir gerade noch, und es ist ja kein Zufall, dass aus Hessen Süd Heidi Wittschorek-Zoll, dass der Fraktionsvorsitzende, dass unsere Fraktionsvorsitzende, dass wir alle das Ding unterschrieben haben. Weil wir glauben nicht, dass Stillstand dadurch behoben wird, dass man die gleichen Methoden weiter anwendet, sondern wer Abrüstung will und eine dritte Massenvernichtungswaffe beenden will, der muss dafür sorgen, dass der Vertrag unterschrieben wird. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin, Kollegin Nina Eisenhardt, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 2010 hat der Deutsche Bundestag mehrheitlich auf einen Antrag von Union, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen das Ziel einer atomwaffenfreien Welt beschlossen, die Initiativen für eine sogenannte Nulllösung und neue Abrüstungsverträge begrüßt und weiter den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Man kann sich nun darüber streiten, warum die Bundesregierung nicht genau dies tut, und bedauern, dass diese Einigkeit geschwunden ist. Da ich mich aber viele Jahre lang für eine Atomwaffenkonvention eingesetzt habe,
möchte ich die Zeit heute nutzen, für Sie zu werben und auf einige Argumente gegen Sie zu antworten, statt Unterschiede in der Parteipolitik zu betonen. Oft wird genannt, die unterschiedlichen Staaten, die Atomwaffen besitzen. Da möchte ich erinnern, der einzige militärische Einsatz von Nuklearwaffen ging von einer demokratischen Nation aus. Und es waren auch demokratische Nationen, die die Konsequenzen von hunderten nuklearen Tests in Kauf genommen haben. Es gibt keine oder guten oder schlechten Hände, in denen sich diese unmenschlichen Waffen befinden. Aus deutscher Sicht wird häufig angeführt, dass eine Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrags die Beziehungen innerhalb der NATO schwächen würde. Ich glaube, andere Dinge belasten die NATO. Mit den Niederlanden hat ein NATO-Mitglied an den Verhandlungen der Konvention teilgenommen. Österreich, Malta und Irland, die militärisch eng mit der NATO zusammenarbeiten, haben den Vertrag ratifiziert. Kanada und Griechenland haben ihre bei ihnen stationierten US-Atomwaffen an die USA zurückgegeben. Und das wurde nicht als Abkehr von der NATO interpretiert. Denn es sind souveräne Entscheidungen souveräner Staaten. Und eine solche souveräne Entscheidung kann auch Deutschland treffen. Oft wird gefragt, welchen Sinn eine Atomwaffenkonvention macht, an der sich Nuklearwaffenstaaten bisher nicht beteiligen wollen. Ob Hobbscher Leviathan oder das Verlassen des Naturzustandes nach Locke. Es ist der Zweck von Staaten, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern Recht und Gesetz gelten. Ins Heute geholt bedeutet es, dass der Staat beispielsweise eine Impfreihenfolge festlegt, um die Schwachen zu schützen, statt dass sich die stärkeren und mächtigeren oder reicheren Menschen den Zugang zum Impfstoff sichern. Wir tun das, weil wir eine moralische Vorstellung von richtig und falsch haben. Ähnlich verhält es sich mit Nuklearwaffen. Moralen und Normen sind auch im internationalen System relevant. Es ist nicht den vermeintlichen starken Atommächten überlassen, zu definieren, was richtig und was falsch ist. Deshalb ist es wichtig, dass viele Staaten der Konvention beitreten und damit internationales Recht stärken. Seit jüngstem etabliert sich auch das Argument, dass die Atomwaffenkonvention andere Abrüstungsverträge schwächen würde und den internationalen Multilateralismus schwächt. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist zur Unterzeichnung offengelegt worden, weil die UN-Generalversammlung ihn mehrheitlich mit 122 Staaten beschlossen hat. Er ist in Kraft getreten, weil 50 Staaten den Vertrag ratifiziert haben. Das ist gelebter Multilateralismus. Es ist in der Tat der Atomwaffenverbotsvertrag, der Beweis dafür ist, dass es weiter Multilateralismus in der Abrüstungspolitik braucht. Für biologische und chemische Waffen gibt es eine Konvention, die ihre vollständige Abrüstung beschreibt. Im Konzert der Abrüstungsverträge für Nuklearwaffen gab es bisher jedoch keinen Vertrag, der einen Fahrplan beschrieben hat, wie die Menschheit von der Geißel der vollständigen Vernichtung durch Nuklearwaffen befreit werden kann. Das bringt uns zu dem entscheidenden Punkt. Nuklearwaffen sind Massenvernichtungswaffen und müssen deshalb völkerrechtlich geächtet werden. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal einen Hibakusha, einen Überlebenden des Atombombenabwurfs auf Nagasaki, getroffen. Seine Geschichte hat mich tief bewegt. Seitdem war ich oft in Hiroshima und Nagasaki und habe mit vielen Hibakusha geredet. Wie viele hat er nie eine Familie gegründet. Zu schwer wiegt das Trauma, die Angst vor Missbildungen, vor Krebs und anderen erblichen Krankheiten, die die Überlebenden, aber auch nachfolgende Generationen quält. Es ist ein Merkmal von Massenvernichtungswaffen, dass sie nicht diskriminieren. Das bedeutet, ihre Auswirkungen können nicht in der Zeit begrenzt werden. Beim Einsatz einer Massenvernichtungswaffe können Zivilisten nicht geschützt werden. Der Großteil der Opfer wird immer zivil sein. Sie lassen sich auch nicht lokal beschränken. Die Radioaktivität verbreitet sich immer unkontrolliert. Dass die Massenvernichtungswaffe nicht geächtet war, war eine Leerstelle im internationalen Völkerrecht. Um diese Lücke zu schließen, haben sich 2007 NGOs weltweit zur International Campaign to Abolish Nuclear Weapons zusammengeschlossen. Gemeinsam mit vielen Staaten wurde der Vertrag für die UN-Generalversammlung erarbeitet. Die Ächtung von Nuklearwaffen ist heute Völkerrecht. Und für dieses Engagement danke ich meinen ehemaligen Mitstreiterinnen von ICAN. Wie viele Kolleginnen in meiner Fraktion unterstütze ich die ICAN-Abgeordnetenerklärung. Normen entstehen nicht von alleine, sondern im Diskurs. So hat ICAN seine Aufgabe auch immer begriffen. Erklären, die Debatte mit Argumenten suchen und überzeugen.
Ich hoffe, auch dafür heute einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Für die Landesregierung spricht die Frau Staatsministerin Lucia Buttrich. Bitte sehr, Lucia. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schon einmal eingangs gesagt worden, 5 Minuten sind zu kurz, um ein solches Thema ernsthaft und in die Tiefe zu besprechen. Und dass es heute ein Thema der Aktuellen Stunde ist, haben Sie ja eben gerade selbst beschrieben mit dem Zwischenruf, es sind die Ostermärsche, die da kommen. Das heißt, es ist der Werbeblock für die Ostermärsche. Das mag Ihnen gegeben sein, das entsprechend zu tun. Aber in der Seriosität des Themas, es zu behandeln, glaube ich, ist es heute einfach eine zu kurze Zeit. Es ist die falsche Zeit. Und es ist im Prinzip auch der falsche Ort, wobei ich keine Zuständigkeitsdebatten führen möchte. Es geht gar nicht darum, darüber zu reden, ob ein Landtag zuständig ist oder nicht, ob eine Landesregierung zuständig ist oder nicht. Weil auch wenn man nicht zuständig ist, kann man ja eine Meinung haben. Insofern würde ich mir wünschen, dass man hier vertieft in der Sache diskutiert und schlicht und einfach ein paar Fakten darlegt. Es ist eben mehrmals angesprochen worden, und ich glaube, das eint eigentlich auch dieses Haus. Kein vernünftiger Mensch kann ja nun an sich Massenvernichtungswaffen begrüßen. Keiner. Aus moralischen Gründen, nicht aus ethischen Gründen heraus, nicht nur aus den Gründen heraus, auch nicht, dass immer Zivilbevölkerung, der normale Mensch, von Waffen betroffen ist. Das ist doch gar keine Frage. Und wenn jemand mal, zum Beispiel ich bin mal in Hiroshima gewesen und konnte in dem Museum sehen, was es bedeutet hatte, dass dort eine Atombombe die Menschen getroffen hat, dann ist man zutiefst betroffen. Und wenn man das gesehen hat, dann haben alle miteinander das Ziel zu sagen, so etwas darf es nicht wieder geben und die dürfen auch nicht eingesetzt werden. Und trotzdem muss man seriöserweise sagen, mit welchen Mitteln und wie erreicht man das? Und das ist das, was hier eben diskutiert wird. Ist es ein Atomwaffensperrvertrag, ist es ein Atomwaffenverbotsvertrag? Und insofern muss ich sagen, Atomwaffenverbotsvertrag ist kein Wundermittel, ist kein Allheilmittel und bringt uns im Moment deshalb nicht weiter, weil keins der Atommächte im Moment bereit ist, diesen Atomwaffenverbotsvertrag zu unterschreiben. Und das ist die Situation. Aber der Atomwaffensperrvertrag, der zur Abrüstung dient, im Kern ist von 191 Staaten unterschrieben worden und auch von den Staaten, die Atomwaffen besitzen. Und deshalb ist Politik einfach die Kunst des Machbaren und kein Wunschdenken. Und deshalb will ich an der Stelle schon sagen, wir sollten darauf setzen, dass wir die einen, die den intensiven Wunsch haben und sollten auch daran arbeiten und sollten nicht dem Wunsch als Lösung erklären, weil in der Tat der Atomwaffenverbotsvertrag die Lösung nicht ist, wenn die Atommächte nicht bereit sind, das zu unterschreiben. Und ich möchte auch eines deutlich hervorheben. Für mich ist das schon ein Unterschied, in wessen Hände Atomwaffen sind. Es ist für mich schon ein Unterschied, ob es starke Demokratien sind. Es ist für mich ein deutlicher Unterschied, ob es Autokraten sind, ob es Despoten sind, ob es kommunistische Systeme sind. Und das ist, muss ich sagen, was mich bei Ihrem Antrag stört von den Linken, ist, dass in der Tat dieser Antrag auf dem kommunistischen Auge blind ist. Hier wird nicht gesprochen von China, hier wird nicht gesprochen von Russland. Hier wird bewusst, und das ist die Richtung der Linken, im Prinzip der Fokus auf die NATO, auf die Vereinigten Staaten gelegt, als die Verweigerer von atomarer Abrüstung. Insofern ist er in meinen Augen nicht seriös und wird auch diesem Thema nicht gerecht. Und aus diesem Grund heraus wünsche ich mir, wenn wir darüber reden, dann doch bitte nicht emotional politisiert, einseitig im Vorfeld von Ostermärschen, sondern so, wie es dem Thema auch gerecht wird. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist diese Aktuelle Stunde behandelt.